Einige von euch haben mir Post zukommen lassen, in denen sie ihre Träume beschrieben haben. Teilweise fand ich diese Schreiben sehr beeindruckend, beziehungsweise den Inhalt der Schreiben sehr beeindruckend. Bekam jetzt auch häufiger die Frage, ob es Menschen gibt, die ihre Träume aufgeschrieben haben, also die jetzt keine bekannten Seher sind wie Alois Irmeier, sondern die selbst etwas gesehen haben, was möglicherweise auf unsere Zeit passt und was niedergeschrieben worden ist. Ich fand da unter anderem Eneas. Er hat Folgendes gesehen. 2014. Zitat Ich bin in einer Wohnung in Heidelberg, in der ich bei meinem ersten Studium gewohnt habe, zusammen mit einer weiteren Person. Die Person war weiblich. Wir machen uns gerade etwas zu essen, einfachen Reis, von dem allerdings nicht mehr viel da ist. Also es reicht eigentlich nur für eine Portion. Aus diesem Grund gehen die Person und ich aus der Wohnung hinaus über die Straße. Draußen ist es trübe, bewölkt, aber warm genug für leichte Kleidung. Einige Bäume hatten kaum noch Blätter. Passt also eher zu den Jahreszeiten Frühling oder Herbst. In der Stadt sind immer in zweier oder dreier Gruppen Soldaten patrouilliert. Sie machten auf mich den Eindruck von Ordnungsstreitkräften. Sie sorgen für Ordnung oder Bewachung, versorgen sogar ein wenig die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und sind aber bei Unruhen oder Aufständen nicht zimperlich. Sie greifen auch zu scharfer Munition. Außerdem wirkt die Stadt wie ausgestorben. Abgesehen von den Patrouillen sind kaum Menschen auf der Straße. Im Traum wusste ich, dass es russische Besatzer sind, die uns aber nichts tun, weil wir uns friedlich verhalten. In diesem Traum sehe ich wahrscheinlich aus den Augen einer anderen Person, weil ich zum einen nicht mehr dort wohne und zum anderen einen weiteren Traum mit fremden Augen sehe. Die russischen Besatzer machten auf mich keinen Eindruck von Gefahr. Es schien, als wären sie gekommen, um die Bürgerunruhen niederzuschlagen. Und für Ordnung zu sorgen. Die übrig gebliebene Bevölkerung wird mit ein wenig Nahrungsmitteln versorgt. Die Besatzung hat die vollständige Kontrolle, aber solange man sich ruhig und friedlich verhält, passiert einem nichts. Zitat Ende. Der nächste Traum von Eneas handelt von städtischen Unruhen. Zitat. Ich und eine andere Person versuchen unbemerkt an einigen Hochhäusern vorbei zu flüchten, wo schwere Unruhen herrschen. Das sind ausschließlich Bewohner, keine Truppen. Es ist Nacht und bei den Gebäuden brennt es an verschiedenen Stellen. Die Gebäude selbst sind typische Plattenbauten, hoch und von weißer Farbe. Hier ist der Traum zu Ende. Aber ich wusste danach, dass diese Ereignisse vor dem Traum mit den Besatzern stattfanden. In einem weiteren Traum habe ich eine Wohnung oder einen Ort gesehen, in der ich mal wohnen werde, und einen u-förmigen See. Im Ort waren die Häuser sehr farbig, also orange, grün, blau, grau. Die Straßen waren überwiegend alleen. Zu dem Zeitpunkt war noch überhaupt nicht klar, dass ich das Studium wechsle und woanders hinziehe. Nun auch das hat sich geändert. Ich habe das Studium gewechselt, bin umgezogen und siehe da, in der neuen Stadt gibt es viele bunte Häuser und sogar einen U-förmigen See. Und auch die weißen Hochhäuser aus dem Traum städtische Unruhen. Bei der Stadt handelt es sich übrigens um Erfurt. Zitat Ende Aeneas berichtet jetzt über Himmelskörper. Zitat In einem Traum, den ich erst kürzlich hatte, ist der Himmelskörper aufgetaucht. Ich stand auf einer weiten Ebene mit allen Menschen und habe einen sehr großen, gelblich-braunen Planeten gesehen. Auffällig war ein großer Krater auf der Oberfläche. Der Himmelskörper ist aufgetaucht, wie wenn er aus einem dunklen Nebel herauskäme. Es war nachts, und der Himmel war leicht rötlich-violett verfärbt. Am nächsten Morgen wusste ich, dass die Ebene mit allen Menschen symbolisch dafür stand, dass alle Menschen diesen Himmelskörper sehen werden. Der rötlich-violette Himmel ist auch in einem anderen Traum vorgekommen, den ich hier aber zunächst auslasse. Was die Farben betrifft, gehe ich davon aus, dass er entweder verschiedene Farben zeigt oder ich die Farben einfach subjektiv wahrgenommen habe. Darüber kann man diskutieren, aber ich denke, der Kernpunkt ist, dass es sich immer um denselben Himmelskörper handelt. Bei Botschaften von oben werden uns die Dinge so einfach wie möglich vermittelt. Beispielsweise wusste ich in dem Traum, dass die Ebene mit den unzähligen Menschen alle Menschen darstellt, die den Himmelskörper sehen. Dieser wiederum war völlig real. Wegen der Gefühle, diese Ebene mit der ganzen Menschheit hat also diesen realen Himmelskörper gesehen, woraufhin uns alle im Gefühl aus höchstem Erstaunen und gleichzeitig unglaublichen Schock durchdrang. So wie wenn man etwas unglaublich Zerstörerisches oder Majestätisches wie einen Vulkanausbruch oder eine andere Naturgewalt bewundern würde, allerdings wesentlich intensiver. Zitat Ende. Der nächste Traum von Eneas handelt von einer Kampfszene mit futuristischen Waffen und Fluggeräten. Zitat Ich sitze mit einem hochrangigen Soldaten in einer kleinen Holzhütte und beobachte mit ihm, wie unsere Soldaten vorwärts marschieren. Es liegt Schnee. Die Uniformen der Soldaten sind in Andrazit. Die Ausrüstung macht einen modernen Eindruck. Den Schüssen nachzuurteilen, ist weiter vorn wohl die Front. Plötzlich tauchen seitens der Gegner Flugmaschinen auf. Silberne, eiserne, verchromte nur Flügler. Die verschießen seltsame Geschosse, so eine Art Energiekugeln, vielleicht auch spezielle Raketen, die alles am Einschlagort in Flammen aufgehen lassen. Unsere Soldaten werden hinweggefegt. Kurz danach trifft es auch mich und den hochrangigen Soldaten in der Hütte. Und wir sterben. Jetzt wechselt die Sequenz. Ich bin wieder einer dieser Soldaten in anthrazitfarbener Uniform. Meine Kameraden haben einige Gefangene genommen, die sie erschießen wollen, aber ich befehle ihnen, sie am Leben zu lassen. Das mit den Flugmaschinen hat mich erschreckt, als ich mal hier in diesem Forum in einem Beitrag von eben solchen gelesen habe. Dieser Traum war vermutlich auch durch fremde Augen gesehen, da ich keine Grundausbildung abgeschlossen habe und auch sonst das Gefühl hatte, dass das nicht ich selbst in dem Traum war. Bin außerdem recht schmächtig und nicht sehr groß, also kaum jemand, den man freiwillig zwangsrekrutieren würde, zumindest nicht in eine so starke Truppe. Zitat Ende. Ein weiterer Traum von Eneas ist das Heranrasen eines dunklen Brechers. Zitat. Ich stehe am Rand des Schwarzwaldes und blicke auf die Rheinebene herunter. Es scheint früher Abend zu sein. Der linke Horizont ist normal sonnenbeschienen, der rechte von dunklen Wolken verhangen. Ich kann sehen, dass in vielen Häusern schon Lichter brennen. Von Norden oder Nordwesten kommt plötzlich eine dunkle Wand oder Welle, die sämtliche Lichter erlöschen lässt. Ich kann nicht sagen, ob es sich um die dreitägige Finsternis oder dergleichen handelt, oder um eine gewöhnliche Flutwelle. Die Dunkelheit lässt nichts erahnen. Der Schwarzwald oder der Rheingraben kamen schon öfters vor, da der größte Teil meiner Familie dort wohnt. Ich selbst wohnte auch zu dem Zeitpunkt noch in Heidelberg. Jetzt bin ich ja in Erfurt. Ich glaube, ich habe das nicht richtig beschrieben. Ich konnte die Lichter der Häuser sehen, wie sie wie von einer Welle getroffen von rechts nach links ausgehen. Es könnte sich also auch um einen großen Stromausfall oder sonst was wie vulkanische Asche handeln. Es wurde auf jeden Fall sehr dunkel von rechts her. Also das Problem war, dass ich nur sehen konnte, dass die Häuser allesamt flach waren, so private Wohnhäuser, und in einigen von ihnen Licht brannte. Aber ich konnte nur verschwommen hinsehen, wie so häufig in Träumen. Also nicht, ob es auch zerstörte Häuser gab oder ob es Kerzenlichter statt elektrischer Lichter waren. Zitat Ende. Der letzte Traum von Eneas, der übermittelt wurde, geht folgendermaßen: Zitat. Ich stehe mit einer Person auf einem Gipfel eines niedrigen Berges, während die Landschaft vor uns. Bestehend aus Hügeln und Bergen, von einer Unmenge an Wasser geflutet wird. Die Berg- bzw. Hügelspitzen schauen noch heraus. Sieht aus wie Stromschnellen eines gigantischen Gebirgsbaches. Das Wetter ist schön, sonnig, es ist Frühling oder Sommer. Zitat Ende. Ja, meine lieben Zuschauer, also ich habe noch einige weitere, sogenannte Träume gefunden von verschiedenen Menschen, Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob euch so etwas interessiert oder eben eher nicht. Ich danke, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Eure Angie.